Ja, Hallöchen. Erfolgstipp des Tages: Durchhaltevermögen. So viele Menschen möchten ganz, 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 ganz viel erreichen. So viele Menschen möchten ganz, ganz schnell vorankommen. So viele Menschen möchten was weiß ich was alles. Aber es gibt ein paar Dinge. Sie fangen nicht an. Wenn sie anfangen, haben sie kein Durchhaltevermögen. Und was heißt das? Du musst da durchgehen, du musst es aushalten, dass lange, lange, lange nichts kommt, ja. Und dann kommst du erst zu Vermögen. Das ist wie ein Landwirt auch, der rausfährt zum Säen. Der wird nicht am nächsten Tag rausgehen, um ernten zu wollen, weil er weiß genau, der Boden, es braucht alle seine Zeit, bis die Ernte nachher echt aufgeht, ja. Bis er ernten kann. Und das vergessen wir Menschen immer wieder. Und weil ich ja auch zu diesen Menschen gehörte, habe ich auch darüber ein Buch geschrieben, Wieso hast du so wenig Durchhaltevermögen? Und das ist einfach eine ganz, ganz große Frage, weil wenn du ehrlich bist, wenn du ganz, ganz ehrlich bist, dann könntest du schon viel, viel, viel weiter sein, ja? Wenn du einfach Durchhaltevermögen an den Tag gelegt hättest. Wenn du dran bleibst, zum Beispiel wie ich jetzt hier mit diesen Erfolgstipps, ja? Heute ist der 18. Tag. Ja, jetzt kann ich natürlich sagen, heute, oh, ich bin ein bisschen müde, ja, ein bisschen Augenringe und so, oder? Ich gehe jetzt heute ins Bett, ich mach's dann morgen. Nein, Bullshit. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich das Ding einfach durch. Ja. Dann verschiebe ich es nicht. Schau mal, ich verschiebe es jetzt auf morgen. Morgen bin ich wieder unterwegs. Dann sage ich, ach nee, heute passt nicht, ich mach's dann am Samstag, ich mach's dann am Sonntag. Ergo ist das einfach nicht mehr der tägliche Erfolgstipp und schon bin ich wieder rausgeflogen. Schon gehen viele, viele gute Ideen einfach verloren und ich bin mir sicher, auch du kennst diese Thematik. Dass vieles einfach wieder von der Bildfläche verschwindet und das ist einfach nur schade. Darum meine Botschaft für die nächsten 24 Stunden für dich: Leg ein irrsinniges Durchhaltevermögen an den Tag, mach's ganz einfach und gib nie, 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 nie auf. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du die Früchte deiner Arbeit ernten können. Und ich kann es dir auch sehr ans Herz legen. Hol dieses Buch, es ist ein Arbeitsbuch. Du wirst ganz, ganz, ganz viele wertvolle Inputs bekommen. Beweg dich endlich, der Untertitel, wach endlich auf, bevor es zu spät ist. Und wir haben ja kein ewiges Leben, sondern unser Leben ist zeitlich limitiert. Darum achte du darauf, dass du mit Power unterwegs bist und dass du einfach Ergebnisse erzielst. Ich danke dir sehr fürs Teilen dieses Clips, wünsche dir viel, viel Spaß mit Durchhaltevermögen. Freue mich auch auf deine Kommentare. Alles Liebe, schönen Abend. Ciao, bye bye.